Welcome to the Meyer Files Podcast. Es ist erstaunlich, wie viele Praktizierende der magischen Künste und Hexerei während des Zweiten Weltkriegs in militärische und geheimdienstliche Arbeit involviert waren. Vielleicht der bekannteste okkulte Spion, der im Zweiten Weltkrieg und tatsächlich schon lange vorher aktiv war, ist Aleister Crowley. In den 1930er Jahren gibt es die ersten soliden Beweise dafür, dass Crowley von MI6 oder dem SIS, Secret Intelligence Service, rekrutiert wurde. Dies geschah, um deutsche Okkultisten mit politischen Verbindungen zur aufkommenden nationalsozialistischen Partei und marxistischen Revolutionären auszuspionieren. Eines von Crowleys möglichen Zielen war Albert Karl Theodor Royce, der Gründer der magischen Gruppe Ordo Templi Orientis. Ein weiteres prominentes Mitglied des OTO in Deutschland und später umstrittenerweise dessen Großmeister in den USA, war Karl Johannes Germer. 1933 traf Crowley auf den exzentrischen walisischen Aristokraten Viscount Tregeda. Sein verwunschenes Landhaus lag in der Nähe von Newport in South Wales und war der Schauplatz berühmter wilder Partys, zu denen er eine bunte Mischung sozialer Typen einlud, darunter Huxley und H.G. Wells. Einer seiner ungewöhnlicheren und berüchtigteren Hausgäste war, vielleicht bedeutungsvoll im Hinblick auf spätere dramatische Ereignisse, Rudolf Hess. Lord Tregeda hatte auch das deutsche Zuhause von Ernst Röhm, dem Chef der SA, besucht und sie teilten einen männlichen Liebhaber. Lord Tregeda gehörte einer okkulten Geheimgesellschaft in London namens The Black Circle an, die die traditionellen 13 Mitglieder eines Hexenzirkels hatte. In dieser Gesellschaft war der Aristokrat als der schwarze Mönch bekannt und wurde sogar in der schwarzen Kapuzenrobe gemalt, die alle Mitglieder bei ihren Zeremonien trugen. Als Großbritannien im September 1939 Deutschland den Krieg erklärte, wurde Lord Tregeda von MI5 rekrutiert, trotz seiner okkulten Überzeugungen. Möglicherweise lag es an seiner ungewöhnlichen Verbindung zu Churchill. Eine weitere Verbindung zwischen Crowley und den Geheimdiensten war seine Freundschaft mit dem homosexuellen Tom Dreeberg. Er war Gesellschaftskolumnist bei der Daily Express und trat paradoxerweise 1920 der britischen Kommunistischen Partei bei. Mit Kontakten in den verschiedenen Welten der Politik, der High Society und der Schwulenszene war er ein idealer Informant für MI5, obwohl es auch Gerüchte gab, er sei auch ein KGB-Agent. Nachdem Tom Dreiberg hinzugezogen wurde, stellte er Crowley dem Abenteuer- und Schwarze-Magie-Thriller-Autor Dennis Wheatley vor, dessen Frau als Transportverwaltungsbeauftragte für MI5 arbeitete. Wheatley wurde auch persönlich von Churchill rekrutiert, um Teil einer streng geheimen Einheit im Kabinettsbüro zu sein, die den totalen Krieg plante, einschließlich des Einsatzes von Giftgas und biologischen Waffen. Zufällig war Dennis Wheatley auch ein enger Freund der Okkultautorin Joan Grant, die Bestsellerromane über Reinkarnation schrieb. Sie behauptete, ihr Buch Geflügelter Pharao basiere auf ihrem früheren Leben im alten Ägypten. Joan Grant praktizierte rosenkreuzerische Sexmagie-Riten mit ihrem Psychiater-Ehemann. Sie war auch Mitglied der Internationalen Ordnung der Kofreimaurerei, die sowohl Männer als auch Frauen als Mitglieder aufnimmt. Als der Krieg ausbrach, war Crowley begierig darauf, seinen Beitrag für König und Vaterland zu leisten, und er setzte seine Vorkriegsbeziehung mit MI6 fort. Sowohl MI5 als auch der Secret Intelligence Service wandten sich an Okkultisten und rekrutierten sie. Ein weiterer möglicher Hinweis auf Crowleys Kriegsbeteiligung mit Geheimdiensten tauchte in einem Bericht auf, den Kim Philby 1942 nach Moskau sandte. Philby war ein MI6-Offizier und ein sowjetischer Maulwurf. Philby informierte seine russischen Vorgesetzten, dass MI6 ein Erpressungsnetzwerk untersuchte
dass Luftwaffenoffiziere und Mitglieder der britischen High Society mit Drogenhandel, heterosexuellen und homosexuellen Orgien und schwarzen Magieriten in Verbindung brachte. Man glaubte, dass dieses Netzwerk von Agenten des deutschen Geheimdienstes in der deutschen Botschaft im neutralen Dublin betrieben wurde. Da sowohl Crowley als auch seltsamerweise der sowjetische Botschafter angeblich an der Organisation der Orgien und schwarzen Messen beteiligt waren, ist es wahrscheinlicher, dass MI5 dahinter steckte, anstatt die Deutschen. Geheimdienste aller Länder haben immer False-Flag-Operationen durchgeführt und nutzten die dunklen Künste der Erpressung und Subversion, um Verräter zu entlarven und ausländische Agenten, Politiker und Würdenträger zu rekrutieren. Ein weiterer Fakt: Der stellvertretende Direktor des britischen Marinegeheimdienstes war der exzentrische und schillernde Kommandant Ian Fleming. Er sollte natürlich weltberühmt werden als der Schöpfer des fiktiven britischen Spions James Bond. Man glaubt, dass Fleming seinen Charakter M, den Leiter des Geheimdienstes, auf seinem Freund und Kollegen von MI5, Maxwell Knight, basierte. Fleming teilte auch Maxwell Knights Interesse am Okkulten, an Wahrsagerei und Numerologie. Und er kannte Crowley ziemlich gut. So haben wir ein geheimes soziales und arbeitsbezogenes Netzwerk von Geheimdienstoffizieren, die am Okkulten interessiert sind, und tatsächliche Praktizierende der magischen Künste. Maxwell Knight war bisexuell und befreundet mit Lord Tregidar. Knight hatte eine eigene kleine Menagerie, und als seine Frau 1936 an einer angeblichen Überdosis Schmerzmittel starb, die ihr wegen ihrer schlimmen Rückenschmerzen verschrieben worden waren, machten üble Gerüchte die Runde. Es wurde erzählt, dass sie Selbstmord begangen hatte, nachdem sie an einem magischen Ritual mit Crowley teilgenommen hatte. Es wurde sogar behauptet, dass sie von ihrem Ehemann wegen ihres Geldes ermordet wurde und Crowley Knight beraten hatte, wie er es mit seinem Wissen über Drogen tun könnte. Zurück zu Fleming. Es könnte Flemings Interesse an der Astrologie gewesen sein, das seinen Chef Admiral John Godfrey dazu veranlasste, Astrologen zu rekrutieren, um die Horoskope von Hitler zu erstellen und herauszufinden, was er planen könnte. Einer der Astrologen, von dem bekannt ist, dass er vom SOE rekrutiert wurde, war ein ungarisch-jüdischer Romanautor, Journalist und Filmemacher namens Louis de Wohl. Er behauptete, dass ihm vom SOE der Ehrenrang eines Kapitäns in der britischen Armee verliehen wurde, komplett mit Uniform. Obwohl das Verteidigungsministerium dies nach dem Krieg bestritt, war dies eine bekannte Praxis. Als Rudolf Hess seine katastrophale Friedensmission durchführte und mit dem Flugzeug in Schottland landete, wurde er sofort verhaftet. Er hatte einen schottischen Landeplatz in der Nähe des Stammsitzes des Herzogs von Hamilton gewählt und verlangte, den Aristokraten zu sehen. Er verpasste den Landeplatz aufgrund der Sabotage der Lichter auf der Landebahn. Das ist auch eine sehr bemerkenswerte, seltsame Geschichte, auf die wir später zurückkommen werden. Kommandant Ian Fleming war sehr daran interessiert, dass Crowley Hess in Gefangenschaft interviewen durfte. Es scheint, dass dies Fleming in einem Brief von Crowley vorgeschlagen wurde, der 4 Tage nach der Gefangennahme von Hess datiert ist. In diesen Briefen sagt Crowley: Wenn es wahr ist, dass Herr Hess stark von Astrologie und Magie beeinflusst ist, könnten meine Dienste für die Geheimdienstabteilung nützlich sein. Obwohl SIS behauptete, dass Crowley Hess nie getroffen hat, wird behauptet, dass MI5 tatsächlich ein Interview zwischen den beiden Männern in einem ihrer Verhörzentren arrangierte. Die Reaktion der NSDAP auf die Friedensmission von Hess war, den Stellvertreterführer und seine Aktionen zu verleugnen. Es wurde behauptet, er sei geistesgestört und sei fälschlicherweise und katastrophal von Astrologen und Okkultisten beeinflusst worden. Trotz ihres inoffiziellen Interesses hatte das Dritte Reich immer einen ambivalenten offiziellen Ansatz gegenüber dem Okkultismus und Geheimgesellschaften. Einige Wochen nach der gescheiterten Mission wurde eine Operation namens Aktion Hess von der Gestapo gestartet. Dies beinhaltete das Verbot von Aufführungen oder Vorträgen über Okkultismus, Astrologie, Telepathie, Hellsehen und Spiritismus. Und viele ihrer öffentlich bekannten Praktizierenden
wurden verhaftet und landeten in Konzentrationslagern. Während wir die Maya-Chroniken für heute abschließen, möchten wir Ihnen herzlich danken, dass Sie uns auf dieser Reise ins Unbekannte begleitet haben. Teilen Sie dieses Abenteuer mit anderen und abonnieren Sie unseren Kanal, das hilft uns sehr. Noch besser ist der Kauf von Merchandise, um die Finanzierung der deutschen Übersetzung der gesamten Maya-Aktenserie zu unterstützen. Bis zur nächsten Folge, mögen die Geheimnisse der Maya-Akten Ihre Neugier weiterhin beflügeln. Bleiben Sie aufmerksam, bleiben Sie interessiert und denken Sie daran. Die Wahrheit schlummert nie lange. Dies waren die Maya-Chroniken, bis zu unserem nächsten Streifzug durch die Schatten der Geschichte. Bleiben Sie dran und stellen Sie weiter Fragen.